Da müssen wir noch mal reinschauen, meine Freunde. Montes Haus. So, Montes Haus. Das ziehen wir uns noch rein und dann, meine Freunde, Trimax. Ich habe YouTube momentan noch Light Mode, weil ich hier in einem anderen Browser bin, deshalb. ISO. ISO auf. Auf Penisgröße von Leon, also. Also sehr lang, sehr großer ISO, alles klar. Okay, ready? Ja, leg los, Sascha. So, ihr Schlingel. Moin, moin, meine Teamfreunde und herzlich willkommen. Ich finde, er sieht frisch wie eh und je aus. Man sieht ihm einfach an, dass er 22 ist. Heute zum zweiten Teil meines Hausvideos. Und ja, wie ihr schon vielleicht sehen könnt, es geht nach oben, also sind wir im Obergeschoss. Ich hoffe, euch geht's gut. Das erste Video, danke fürs Feedback, das ist sehr, sehr gut bei euch angekommen. Anton und John, ganz zufälligerweise, ich weiß nicht, wie das jetzt hier passieren konnte, liegen hier gerade noch die limitierten Autogrammkarten. Die ist aktuell immer noch. Der Link bei mir ist da bei mir haben sich, der, oder hier hat sich ja. Der ein oder andere Graffiti-Künstler ausgetobt. In dem Fall war es, wie man es unschwer erkennen kann, Frost. Und Jizzes war auch noch ein bisschen am Start, hat auch ein bisschen mit rumgekriegelt. Ja, das hat so ein bisschen, na, ich will mal sagen, Hamburger Flair, Schanzen-Flair, Schanzen-Flair. Chancen. Würde ich sagen. Zu laut? Oh, Chat. Auch hier wieder die Industrielampen. Indirekte Beleuchtung, auch eingebaut worden, war vorher nicht vorhanden. Besser jetzt, ne? Ja, kleines Detail am Rande. Drumherum haben wir so eine Art Bilderrahmen. Finde ich eine geile lassen, Idee. Dass dieses find ganze cool. Graffiti so Framed wie ein großes ganze. Gemälde. Hätte dort, sogar ein bisschen größer sein können, kommt, aber finde ich ganz geil. Optisch sehr geil. Ja. Ja, und ansonsten auch hier natürlich wie auch. Das gefällt mir bis jetzt am besten, das Treppenhaus. Auch schon unten Handgelenke, Digga. Zu leise. Geländer, Bruder. Geländer. Ich glaube nicht zu leise. Ja, farblich zu der Treppe passend. Mhm. Fußboden komplett neu. Wir haben hier komplett neuen Teppich verlegen lassen. Richtig flauschiger Teppich, wie ich finde. Dann haben wir hier, vielleicht kennt ihr die noch, aus meinem alten Teppich, Wohnzimmer, die so Bilderrahmen. Da habe ich jetzt einfach mal eins von Balmain und von... Balmain, oder? Nicht Balmain. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Reingehangen. Eine kleine Grünpflanze. Ja. Und ansonsten, so viel hat sich jetzt hier nicht geändert, außer, wie gesagt, der Teppichbereich. Ja. Ich würde sagen, dann gehen wir mal ins Badezimmer rein. Das Badezimmer war eigentlich ein gutes Badezimmer, aber ich habe mir gedacht... Ich will es einmal richtig machen, denke ich, und deswegen habe ich so gemacht. Deshalb habe ich ein besseres Badezimmer. Mach, wie es mir gefällt. Okay. Und ich würde sagen, wir gehen mal rein. LEDs. Ah, erstmal den LED-Look drauf abflashen, Digga. Erstmal auf den LED-Look drauf abflashen. Indirekte Beleuchtung auch wieder natürlich. Drauf abflashen. Im gesamten oberen Bereich. Hier, ist es hier im Badezimmer ist komplett alles neu. Das Einzige, was geblieben ist, ist die Badewanne und die Toilette. Und die Toilette fliegt ja auch noch raus, wie ihr wisst, weil da immer mein löhrestes Keramik küsst. Mhm. Sieht wunderschön aus, auch schade. Hier wieder. Schade. Ich mach mal richtig Licht an, Digga. Kannst du den ISO-Wert jetzt mal einstellen auf Profibasis, Digga. Wo geht denn das Licht an? Ja, moin, Licht ausgemacht, Digga. So, auch hier haben wir eine wunderschöne Streichtechnik, die seit hier wieder vollendet hat. Keine Ahnung, Mann. Auch auf der Badewanne. Nicht meins. Drauf. Das also sieht wirklich, sieht richtig geil aus, wie ich finde. An der Wanne ja, die ganzen Wände decken hoch. Unüblich, sage ich mal. Ist nicht meins. Was ich im letzten Video gar nicht so gezeigt hatte, was aber im gesamten Haus ist, überall Sicherung für die Fenster. Doppelt Sicherung. So, noch einmal den hier, dann kann ich das abschließen. Und wenn man jetzt, also es ist so doppelt und dreifach auch abgesichert. Obergeschoss, plus Alarmanlage, Bewegungsmelder noch. Obergeschoss. Also wer hier einbrechen möchte bei mir ins Haus, der sollte irgendwo in seinem Stammbaum MacGyver drin haben, weil ansonsten wäre das nicht möglich. Ja, ansonsten haben wir hier noch... Das war eine Herausforderung, Leute. Natürlich. Meine wunderschöne Parfümsammlung, Digga. Ganz wichtig, Parfüm. Gerade bei so teuren Düften wie hier oben Xerchow und sowas, ne? Oder hier Creed, die ganzen Geschichten hier, Aventus und Co. Parfüm nie im Badezimmer stehen lassen, weil da wird geduscht und durch die Luftfeuchtigkeit verlieren die Düfte mit der Zeit ihre Stammnote so ein bisschen und können ein bisschen ausweichen. Dann riechen die nicht mehr so intensiv und nicht mehr so nice. Hat mich ein Kollege darauf hingewiesen, der selber großer Parfüm-Enthusiast ist. Und deshalb sowas immer ins Schlafzimmer, an einen trockenen Ort stellen, ganz wichtig. Ja, Leon hat auch schon ein bisschen geschnüffelt, oder? Jo. Da sind doch die... Ein Philipp Plein-Parfum. Ein oder anderen Klassiker drin, wie in meiner Classic-Playlist auf Spotify.de. Ja, sehr viel Creed, also sehr viele geile Düfte, wie ich finde. Ah, und ja. Ganzen Xerchus,
Und was soll ich da jetzt groß drauf eingehen, Digga? Das wird eine halbe Stunde dauern. Hier sind sehr, sehr viele ausgefallene Düfte drin. Kleiner Funfact. Hier habe ich von meiner Oma. Immer schön mit diesen Wattebällchen und mit Weleda, keine Produktplatzierung, aber meine Oma benutzt immer Weleda, immer das Gesicht sauber machen vorm Schlafengehen. Das ist hier belebendes Gesichtswasser. Mhm. Perfekt. Hat meine Oma immer benutzt oder benutzt sie immer noch und irgendwie ist das bei mir hängen geblieben. Schön. Weiß gar nicht, was ist hier drin? Ja, Zahnpasta, Deo. Was ist denn das für eine Zahnpasta? 3-in-1 Zahnpasta. Duschgel, Fusselbürste, Nasenhaartrimmer, Zahnstocher. Was haben wir hier drin? Toilettenpapier, Rasierer. Ich weiß gar nicht, was da drin ist. Altes Bild von meiner Katze, Socke. Das haben wir jetzt hier erstmal reingelegt. Das ist auch noch nicht alles komplett fertig. Und ich glaube hier Handtücher und noch ein bisschen Parfüm. So Auslaufmodelle, die ich nicht mehr benutze, beziehungsweise auch nicht in der Sammlung haben will. Mhm. Ja, hier hinten der Scheißhausbereich. Auf ganz gemütlich, Digga. Buff. Zack. Ah. Und Abfahrt, Digi. Aber auch hier wird die... Gut, dass er so mal demonstriert hat, wie man kackt. Nicht, dass wir das vergessen. Toilette ausgetauscht. Kennt ihr das auch? Das habe ich ja im letzten Video schon erzählt. Wenn ihr nicht mehr wisst, wie man kackt. Nicht, wenn er die Keramik küsst. Sau warm ist das, ne? Ja. Digi, mir ist auch echt warm. Und hier natürlich... Die Fußbodenheizung ist aber auch krass eingestellt. Die Fußbodenheizung im Badezimmer muss aber auch krass eingestellt sein. Und hier natürlich das Dusche. Highlight der Highlights, Digga. Komm mal her, Leon. Meine wunderschöne Dusche. Oh, ei, Digga, Bruder. Das ist ein geiler Rain, so ein Rain-Shower-Head. Die sind sehr geil. Die sind drei sehr Stufen, geil. Hinten Wasserfall, in der Mitte noch ein Brausestrahl. Das und, gefällt mir wieder noch, hier sehr gut, weil das hier industriell, so Betonoptik. Indirekte Beleuchtung. Die Dusche ist wieder schockgesell geil am Anarko. Die ist sehr, sehr geil. Beleuchtung beim Duschgel, wunderschön. Ich habe schon stark. Oft gut geduscht, auch in richtig schicken Hotels. Mhm. Ne? Aber die Dusche ist wirklich ist mit so die schönste wichtig. Dusche, wo ich jemals drin duschen war. Gefällt mir sehr gut. Wasserdruck ist so wichtig. Guten Job gemacht hier, die in Architektin Steffi. So, dann würde ich sagen, ja hier, es ist halt alles noch nicht fertig. Eigentlich sollte das Bild noch hier hängen, so, von Kylo. Buff. Stellt es euch einfach vor, so soll es eigentlich normalerweise sein. Macht Sinn. Hier oben haben wir noch Dachgeschoss bzw. Abstellkammer. Mhm. Da sind dann die Marihuana-Plantagen-Kapi. Also, da ist wieder der Grund für die Hausdurchsuchung. So, Kappi für die Polizei, die das jetzt sieht, ist ein Begriff. Kappa, ironisch gemeint. Nicht, dass ihr jetzt bei mir direkt eine Hausdurchsuchung macht. Ja, und ansonsten, hier ist noch die Küche. Da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Das ist so crazy, dass da eine zweite Küche durch. Das Einzige, was sich hier in der Küche verändert hat, ist, dass ich die Front verändern lassen habe, weil sie optisch vorher nicht so geil aussah. Ich verstehe diese Küche einfach nicht. Ansonsten hat sich hier nichts verändert. Ich habe die Küche noch nie benutzt. Das Einzige, was ich hier nutze, ist den Kühlschrank für mein Fischfutter, für meine Tierchen. Ja. Ansonsten habe ich die Küche noch nie benutzt und mein Plan ist dann vielleicht irgendwann nächstes Jahr die Küche hier rauszureißen und eventuell mir eine große Dachterrasse zu bauen oder einen großen Wintergarten. Mhm. Ist jetzt so in meinem Kopf als Idee gewesen. Ob ich es dann wirklich mache, weiß ich noch nicht. Aber die Küche, muss ich auch fairerweise sagen, nutze ich eigentlich. Aber eine Dachterrasse, da musst du ja tatsächlich... Eigentlich gar nicht. Es ist gut, sie zu haben. Weil, wie sagt man immer, besser haben als brauchen. Ne? Lieber zwei Küchen als eine. So. Ja, und jetzt kommen wir natürlich zum Highlight. Da, wo ich immer alleine liege, weinend und mir an der Nudel rumspiele, Digga. Das Schlafzimmer. Puh. Ich bin gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Ja, es ist natürlich erstmal dunkel, das ist klar. Wir haben hier den grandiosen Sternhimmel. Wunderschönen Sternhimmel, Digga. Finde ich persönlich. Ist einfach wunderschön. Viele von euch kennen das vielleicht noch aus der Kindheit. Da hatten sie diese Sterne. Die man im Licht ankleben. Aufladen musste als Kind. Und die hat man sich dann hingeklebt und dann geleuchtet. Ja. Kennt viele von euch. Und das ist bei mir hängen geblieben. Ich wollte immer gerne einen Sternhimmel haben und den habe ich jetzt. Ja, Leon, warte mal, ich mache mal da mal das Licht an hier. Dann haben wir hier mein XXXXXXXXXL-Bett. Das ist, also ich lege mich mal rein, Leon, damit man mal das Verhältnis sieht. Das hat Hotel-Vibes. Das ist geil. Das ist ein geiles Schlafzimmer tatsächlich. Das ist riesig. Ich weiß gar nicht, wie groß. Ist auf jeden Fall riesig. Also geil. Genug Ding. Platz für mich und Kylo. Also da hat jeder seine Ecke, Digga, auf ganz entspannt. Das ist ein wunderschönes Bett mit indirekter Beleuchtung, LED hier und unten am Fußende. Schön. Ich habe hier schönes noch, wie nennt man das nochmal? Wireless Charging Finde Station. Ich geil. Digga, ich habe mich richtig darauf gefreut, mein Handy da immer hinzulegen. Weißt du was? iPhone 12 hat Probleme damit. Funktioniert nicht mit iPhone 12. Mit jedem anderen Handy davor geht's, aber mit dem iPhone 12 nicht. Ja, auch hier... Hinten eine wunderschöne Streichtechnik wieder vom Ehrenbruder Seid. Wieder was anderes. Das sieht wieder ein bisschen nach Beton aus, so eine Betonoptik. Gönjamin. Scheiße. Der Industrielook, Platten.
Also nur mal für eure Vorstellung, was das für eine Arbeit war. Jedes einzelne Licht hier, jeder einzelne Stern ist ein Glasfaser. Ja, wie nennt man das denn nochmal? Glasfaser. So eine Plastikschnur wie Angelleine. Glasfaser. Jedes Ding wurde einzeln durchgesteckt. Das ist schon crazy. Und abgeschnitten. Ich weiß nicht, wie viele das sind. Aber nur der Sternenhimmel hat eine Woche gedauert. Ja, das hat Gerald gemacht, Ehrenbruder Gerald, mein Elektriker. Der hat das gemacht, der hat ziemlich abgekotzt, ja, weil er eine Woche lang nur diese einzelnen Seen hier durchgetan hat. Aber am Ende, das Ergebnis sieht babamäßig aus. Ich kann alle Farben einstellen, wie ich möchte, auch verschiedene Geil. Farben. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Wenn es von einzelnen Kabel ausfallen, absolut nervig, das zu fixen, wa? Ich weiß nicht, Leon, jetzt mal dein persönlicher Eindruck, der Sternenhimmel ist schon Baba, oder? Ist sehr nice. Ich dachte vorhin, man sieht diese Kabel auch, wenn er aus ist, aber man denkt halt, das ist eine normale Decke. Nee, richtig. Ich kann mal ausmachen, damit die Leute mal den Look haben. Ja, aber dann ist die Kamera auch, das ist halt dann ultra dunkel, ne? Ja, dann würde man sagen, brauchst du eine neue Kamera. Würde ich mal sagen, kaufst du mir eine Gehaltserhöhung. Ja, deine Kamera gehört mir. Das weißt du noch nicht. Nee, auf keinen Fall. Da steht so ein Siegel drauf. Gehört unter Deck. Ist Spaß beiseite. Also ist auf jeden Fall, das Bett habe ich mir anfertigen lassen. Ich finde schade, dass die Decke das Bett habe ich mir anfertigen lassen. Und ich, das Bett ist Baba. Muss wirklich sagen, Bett, das ist ein riesen Klopper, aber geil. Mit dem Plaster. Mein Surround-System von Bose da hinten auch entspannt. Geil. Ja, und ansonsten habe ich hast hier noch so einen Fernseher? Keine Sitzecke, Digi. Fernseher noch drin oder so? Fernseher, den ich auch unten im Wohnzimmer habe. Geil. Der von Samsung. Ist natürlich jetzt relativ dunkel hier drin, weil ich habe die Fenster zu, weil ich halt auch keinen Bock habe, dass irgendein Arschloch irgendwas sieht, was er nicht sehen soll. Mhm. Hier habe ich meinen Fernseher, meine Chiller. So muss ein Schlafzimmer aber sein. Da soll nichts drin sein, außer ein Bett und ein bisschen, weil dann Pflanzen und gut ist. Mehr brauchst du nicht. Ecke, Digi, und ich fühle mich hier sehr wohl. Auch hier wieder natürlich der flauschige, wunderschöne Teppich. Ja, weißer Teppich ist nicht meins. Also ich würde es mir nicht reinlegen, aber es ist schön so. Aber mit einem Hund, mutig. Das ist halt mein Schlafzimmer, weißt du? Sternenhimmel, dicker Fernseher, dicke Surround-Anlage, dickes Bett. Was willst du als Mann mehr? Eine funktionierende Beziehung wäre noch ganz geil, glaube ich. Schwanz, den hast du nicht. Nee, aber der ist lang, Bruder. Der piekst. Lang, dünn und stinkt. Du dumme Sau, Alter. Du dumme Sau. Ja, und jetzt kommen wir natürlich hier zum Highlight im Grunde auf der Etage. Wirklich ja, das ist, glaube ich, wild. Das ist, glaube ich, wild. Highlight? Ein Haifischbecken. Ein Ankleidezimmer, Digga. Und ich sag's gleich vorweg, das ist mein Ankleidezimmer. Das ist kein Laden, wo ihr shoppen gehen könnt. Leon, bist du bereit? Soll ich die Tür aufmachen oder was? Yes, sir. Das ja? wird wild, okay. glaube ich. Also, ich würde sagen, in dem Sinne 3, 2, 1, Abfahrt. Unglaublich wild. Unglaublich wild. Das ist wirklich komplett crazy. Das fühle ich so sehr. Das fühle ich ja so sehr, Alter. Auch die Kleiderbügel. Sehr, 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 sehr geil. Auch mit dem LED und allem drum und dran. Sehr, sehr geil. Auch schön farblich sortiert. Richtig wichtig, Alter. Sehr, sehr viel Glas sauber zu halten. Das wird anstrengend. So, Freunde, das ist also mein XXL-Ankleidezimmer. Das ist, also, ich muss vorweg sagen, als ich dann gesehen habe, als es eingeräumt war, also ich habe es nicht selber eingeräumt, war ich selber erschrocken, wie viele Klamotten ich eigentlich habe. Also ich habe wirklich viel zu viele Klamotten. Aber ich glaube, damals, oder ich mache ab und an mal Shopping-Streams und so hat das dann angefangen, dass ich Klamotten über Klamotten bestellt habe, die ich zum Teil gar nicht angezogen habe. Und in meiner Wohnung habe ich auch einfach überall Klamottenberge gehabt. Ich wusste gar nicht, welche Klamotten ich habe und welche nicht. Deswegen habe ich jetzt diesen Kleiderschrank hier, unterstützt auch von meinem Bruder Wadi Tim, der mir da ein bisschen Support versprochen hat, finanziell auch, weil das Ding hat auch Geld gekostet. Und Ehrenbruder Wadi Tim hat auch gefühlt 30-40% von diesen Klamotten, die hier drin sind, hat Wadi Tim mir geklärt, weil es hochwertige Klamotten sind. Hochwertig. Ja, Shopping-Stream bei mir, ich bin gerade mit, fuck, jetzt habe ich gerade einen Blackout, Alter. StockX. Mit StockX dran. Mit StockX gibt es demnächst einen fetten Stream. Die haben mir ordentlich Budget zur Verfügung gestellt. Wir gehen mal fett Luxus shoppen, Leute. Fertige Schuhe und Onkel Wadi klärt solche Klamotten für mich und für euch. Also gerne auch ein bisschen Liebe bei Wadi am Start lassen, Digga. Ne? Ich habe hier Klamotten über Klamotten, Pullover, alles Mögliche, Digga. Meine Schränke sind voll. Wurde hier unten. Überall Jogginghosen drin. Das ist aber auch geil, muss ich ehrlich sagen, weil ich jetzt einfach auch sehe, was ich überhaupt habe. Muss ich fairerweise sagen. Ist gut, dass sortiert ist. Es ist gut, dass mein Unterhosenschrank, so ein Teil von meinen Unterhosen. Da liegt alles schön drin, das gefällt. Ui, mal guck mal, ohne Pippi und Flecken, sehr schön. Gefällt mir auch, das ist elektronisch, schiebe ich einfach wieder zu und gut.
Ne? Hier haben wir überall irgendwie, keine Ahnung, das ganze Regal ist hier mit Socken, alle farblich sortiert. Hier sind graue drinne. Frag lieber nicht. Hier sind... Boah, ich brauche auch jemanden. Ich will auch jemanden, der das so... Oh, Digga. Ich habe heute mir wieder Häuser angeguckt, dann war ich schon wieder kurz davor. Ich war schon wieder kurz davor, um zu sagen, boah, ich kaufe mir ein Haus. Aber ich bin noch nicht so weit. Ich bin einfach noch nicht so weit, Mann. Ah, Digga, irgendwann. Also, was heißt noch nicht so weit? Nicht jetzt auf finanzieller Basis. Natürlich ist das ein großes Investment, aber kopfmäßig, wisst ihr, was ich meine? Und keine Ahnung, was da drin ist. Ja, Mann, jetzt klemmt das wieder vor, Vielfalt. Ach, ich will das auch so haben, dass so weiße sortiert Socken. Sind, so geil. Ja, Lil Peep Socken hier. Der Kenner erkennt's. Müssten, ja, sind Lil Peep Socken. Ja, Digga, also was soll ich dir sagen? Ja, und ansonsten geil. Ein paar Caps. Den Großteil meiner Caps habe ich unten. Und mein Cap-Regal aus der alten Wohnung habe ich noch gar nicht abgebaut. Aber da sind auch viele Caps bei mit einem anderen Champ, die ich jetzt nicht mehr trage. Die habe ich früher getragen. Da haben wir hier noch ein paar wunderschöne Schuhe. Also die ganze Optik sollte darauf hinauslaufen, dass man sich so fühlt wie in einem... Die Schuhe sind auch geil. Das ist halt Boutique-Style, ne? Das ist halt wirklich ein Boutique-Style, das stimmt. Wie in einer Shopping-Mall, wie in einem Einkaufsladen, oder? Das Feeling, Leon, kommt auch rüber, oder? Ja, safe. Ja, auf jeden. Hier sind viele Schuhe bei, die ich gar nicht tragen würde, so. Wo ist der andere von dem hier, Digga? Wo ist der? Also, die pinken Dinger hier, die fand ich optisch geil. So dieses Neon-Ding fand ich schon immer geil, diesen Regenbogenfarben. Ich würde sie wahrscheinlich selber nie tragen. Onkel Wadi hat mir die geklärt, wie den Großteil dieser Schuhe, die hier drin sind. Die Louis Vuitton-Schuhe hat mir Onkel Wadi geklärt. Die finde ich auch im Übrigen ziemlich geil. Habe ich aber auch noch nie getragen. Findest du die neue? Und ja. Ansonsten kleine Geschichte hier nochmal am Rande zu diesem Schild. Ich habe mir das Schild schon mal vor etlichen Jahren gekauft in Lüneburg in einem Hip-Hop-Laden. Das war aber defekt. Da habe ich es auf gut Glück für 130 Euro, glaube ich, gekauft gehabt. In der Hoffnung, dass ich es reparieren kann. Ich konnte es dann nicht mehr reparieren. Und einige Jahre später habe ich das Schild nochmal gefunden. Es ist sehr selten. Also das ist ein Werbegeschenk, was New Era damals ihren Shops in Deutschland gemacht hat. Und dann habe ich demjenigen Gibt's immer mehr Geld geboten, bis er mir das dann verkauft hat. Da wusste ich aber noch nicht, dass ich so ein Ankleidezimmer hier bekomme. Und am Ende, Digga, die Geschichte fing eigentlich ganz cool. Am Ende hängt jetzt dieses New Era-Schild hier drin, als wenn es hier schon immer hingehört hat. Ja, und ich finde das Schild geil. Ich stehe an für sich auf so Neon-Reklame aus Amerika. Fühle ich auch sehr. Sehr schönes Einrichtungselement. Ich habe auch noch ein paar Bierwerbungen etc. Bei mir im Keller stehen. Ich liebe solche Schilder einfach. Ich liebe solche Schilder und ja. Ansonsten, ja, einige Sachen halt. Was soll ich sagen? Jogginghosen über Jogginghosen, ein paar Gucci-Mucci-Anzüge. Ich habe so viele Pullover, so viele Jacken und endlich sehe ich auch mal, was ich alles habe. Das habe ich vorher ehrlicherweise bei mir in der Wohnung nicht mehr gesehen, Digga. Ja. Es ist so geil, wenn man durch seinen Kleiderschrank durchlaufen kann und sagen kann, ich ziehe das an, ich ziehe das an, ich ziehe das an. Da kommt man auch auf ganz geile Outfits, wie zum Beispiel das, was der Kollege hier gerade rockt. Haben wir hier noch den Get On My Level Infinity Spiegel. Auf dem Video kommt es wahrscheinlich nicht so rüber wie in real, aber wenn du da so vorstehst, sieht es so aus, als wenn du da so noch irgendwie 2 Metern reingehen könntest, so mäßig. Ein sehr geiler Look mit meinem Get On My Level Logo. Das Logo, was mich ja irgendwo auch so zu dem gemacht hat, was ich bin oder womit ich mich die Leute auch identifizieren. Hier haben wir noch meine T-Shirt-Ecke, Digga. Alle Bügel. Oh, hier von Orgi, Digga. Fick die Ex, perfekt. Werbefreundlich, Digga, kann ich wieder knicken. Von meinem Homie King Orgasmus One hier im T-Shirt. Alle Bügel haben das Get On My Level Logo. Die Bügel werden aber noch ausgetauscht, weil sie von Fick die Ex, ich weiß nicht, ob Georgie das will. Und den Maßen nicht so gepasst haben, wie wir sie eigentlich bestellt hatten. Und ansonsten, hier ist mein Narnia-mäßig der Kleiderschrank. Oder was soll ich euch sagen? Ich glaube, ich hätte gar nichts sagen müssen. Das Ding ist einfach eine 1+. Das ist geil, der Kleiderschrank ist wirklich geil. Wer hätte mal gedacht, dass ich sowas hab? Wisst ihr, wie ich meine? Wer hätte mal gedacht, dass ich sowas hab? Das ist so ein Ding, wenn man mal ganz kurz zurückgeht. He got me at this smile. Da. Seht ihr, Leute, das ist ein glücklicher Mann. Ein glücklicher 22-Jähriger, der sich was aufgebaut hat. Dass ich sowas hab. Da danke ich euch auch natürlich, weil ihr habt supportet über die ganzen Jahre, Digga. Support hat nicht nachgelassen, der ist eher so noch nach oben gegangen. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und einige feiern das Ding hier nicht, aber ich weiß... Ah, 24, sorry. Der Großteil meiner Community 24, feiert das Ding und gönnt auch. Denn G steht für Gönn. Und in dem Sinne würde ich sagen... Ich dachte, G steht für Gehirnerschütterung. Das war der zweite Teil meines Hauses, das Obergeschoss. Der nächste Teil, der kommt, wird dann mein Gamingzimmer noch sein. Ja, und dann haben wir dahinter eigentlich einen Haken gemacht und haben das Ding dann abgehakt. Ja, moin. Und in dem Sinne würde ich dann sagen, Leon, willst du noch was sagen?
Ja, da bin ich am Maul. Ja, ich wollte auch gerade sagen. Wir hätten sowieso rausgeschnitten. Was du gesagt hast, wäre sowieso rausgeschnitten. Ja, Bruder. Ich brauche was zu trinken, mein Mund ist wie Wüste. Schneid ich die Videos oder du, Alter? Was? Schneid ich die Videos oder du? Ich? Guck mal, ich kann sagen, du hast jetzt einen Hut auf. Aber so einen richtigen Hut. Das wie ein Hut? Ich habe auch ein Bild von deiner Mutter auf mein Handy. Du gehst immer nur auf Mutter, du bist unkreativ, Digga. Ja, nee, das sind gerade die Besten. Die Muttersprüche sind immer die Besten, Digga. In dem Sinne würde ich sagen, lasst euch gut gehen. Perfekt, Digga. Kuss. Danke für den Supporter Rino. Und wir sehen uns dann in nächster... Ach, Digga. Wir sehen uns dann in alter Frische beim nächsten Video. Und in dem Sinne würde ich sagen, Kuss. Wiederschauen und reingehauen. Kuss, wie Reissalat, Digga. Grüße geht raus an dich. Mach dein Ding, zieh weiter durch. Was soll ich sagen? Fickt euch alle ins Knie.